1686 ist das Schlüsseljahr der Wiener Berufsfeuerwehr. Es ist das Jahr, in dem in Wien erstmals 4 bezahlte Feuerwehrleute angestellt werden. Damit wird weltweit die erste Berufsfeuerwehr gegründet. Allerdings, die Geschichte der Feuerwehr beginnt viel früher. Bereits im 2. Jahrhundert nach Christus gibt es Profitruppen für die Brandbekämpfung. Die Aufschrift auf einem Stein in Carnuntum aus dem Jahre 150 nach Christus beweist das Vorhandensein einer Löschtruppe. In Vindobona steht den hier stationierten Legionen je eine Kohorte aus ca. 140 Mann als Feuerlöschkräfte, sogenannte Symphonarii, zur Verfügung. Nachdem die Römer Mitte des 5. Jahrhunderts nach Christus die Region verlassen, verliert sich diese Institution. Eine ähnliche Entwicklung bzw. den Verlust von erworbenen Fähigkeiten kennen wir im Zusammenhang mit der Wasserversorgung von Wien. Davon erzähle ich ausführlich in dem Video Wiener Wasser von den Anfängen bis 1870. Die Historie der Wiener Wasserversorgung fängt jedoch viel früher an und führt uns zurück in das erste nachchristliche Jahrhundert. Das römische Legionslager Vindobona existiert mit seiner Zivilstadt vom frühen 1. bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus. Die Wasserversorgung der bis zu 30... Doch zurück zur Wiener Feuerwehr. Das von Herzog Leopold VI. Am 18. Oktober 1221 erlassene Stadtrecht enthält erstmals einen Passus im Zusammenhang mit Brandschäden. Der Artikel 25 hält fest, dass derjenige zu bestrafen sei, der einen Brandausbruch verschuldet. Gleichzeitig wird allen jenen die Strafe erlassen, denen das eigene Haus mitverbrennt. Die älteste bekannte Feuerordnung stammt vom 22. Mai 1454. Diese Feuerordnung hält fest, dass Zimmerleute mit ihren Werkzeugen, die Bader mit ihren Bottichen und alle anderen Handwerker zur Brandstelle eilen sollen. Auf Befehl von Kaiser Karl V. wird am 25. April 1535 eine neue Ordnung definiert. Für den Feuerschutz war der Unterkämmerer zuständig. Weiters ist ein Reglement für den Turner auf St. Stephansturm in der neuen Wiener Feuerordnung enthalten. Seit 1535 hat der Türmer des Stephansdoms den Auftrag, bei Ausbruch eines Feuers die Glocken zu läuten und den Löschkräften durch eine rote Fahne am Tag und eine rote Laterne in der Nacht die Richtung des Brandes anzuzeigen. Zusätzlich benachrichtigt er den Mesner am Boden mittels eines Sprechrohrs. Das Sprechrohr wird 1836 durch ein Blechrohr ersetzt, in dem verschraubbare Bleikugeln mit einer geschriebenen Nachricht darin nach unten rollend, um dann weiter zur Löschanstalt am Hof gebracht zu werden. Im Jahre 1855 wird eine Telegrafenverbindung zwischen der Turmstube und der Zentrallöschanstalt am Hof eingerichtet. 1866 ersetzt ein Feuerwehrmann den Türmer auf dem Südturm des Stephansdoms. Dieser Beobachtungsposten im Stephansdom ist bis 1955 besetzt. Ein kurzer Einschub zu aktuellen Ereignissen. Das Jahr 1955 ist für Österreich eine historische Zäsur. Nach Jahren der zerstörerischen Lagerbildung in Österreich die schlussendlich 1934 in einem Bürgerkrieg endet, nach Jahren einer menschenverachtenden, fremd- und selbstzerstörerischen Politik, die am Ende nicht nur Österreich und Deutschland, sondern ganz Mitteleuropa ins Elend stürzt und nichts als Ruinen, menschliche, substanzielle und materielle hinterlässt, Österreich zu einem über ein Jahrzehnt von 1945 bis 1955
unfreies, besetztes und geteiltes Land degradiert, schaffen es verantwortungsvolle Politiker aller Lager, die dunklen Jahre durch und überlebt haben, Österreich gemeinsam wieder in die Freiheit zu führen. Raab, Figl, Scherf, Kreisky, um nur einige zu nennen, erreichen 1955 den Staatsvertrag, der Österreich am 15. Mai des Jahres wieder die Freiheit bringt. Österreich ist frei! Ermöglicht wird dieser Erfolg nur durch das gemeinsame Bekenntnis zur immerwährenden Neutralität. Mit diesem grundlegenden Element der österreichischen Außenpolitik ist es dem kleinen Land Österreich bzw. seinen verantwortungsbewussten, eigenständigen politischen Persönlichkeiten, auch hier beispielhaft Rudolf Kirchschläger, Bruno Kreisky, Alois Mock und viele andere, über Jahrzehnte gelungen, eine bestimmende und vermittelnde Rolle zu übernehmen. Zur Erinnerung, auch wieder nur beispielhaft, 1960 erster UN-Auslandeinsatz des österreichischen Bundesheers in Afrika, im Kongo. 1961 Gipfeltreffen zwischen Nikita Khrushchev und John F. Kennedy in Wien. UN-Einsatz zur Friedenssicherung am Golan von 1974 bis 2013. Seit 1967 ist Wien einer von vier offiziellen Amtssitzen der Vereinten Nationen. Seit 1980 der dritte Standort des UN-Sekretariats. 1981, Bruno Kreisky übernimmt auf Vorschlag Muhammad Anwar al-Sadat eine Vermittlerrolle im Konflikt der PLO und Israel. Ganz konkret, Österreich hat nicht nur mit dem Bekenntnis zur immerwährenden Neutralität, mit dieser klaren Linie und mit Hilfe verantwortungsvoller, außenpolitisch erfahrener Persönlichkeiten international viel erreicht und Anerkennung erhalten. Seit dem Jahr 2020 ist eine Laientruppe von reinen Politikdarstellern dabei, das Land wieder in Lager zu spalten, den sozialen Frieden zu gefährden, die über Jahrzehnte gewachsene außenpolitische Reputation zu zerstören und die immerwährende Neutralität zugunsten einer Anbiederung an ausländisches Kapital ad absurdum zu führen. Doch wieder zurück zur früheren Geschichte, zum eigentlichen Thema, die Feuerwehr. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird 1685 die Idee einer ständigen Feuerlöschtruppe geboren. Ein Jahr später bereits, 1686, ist zugleich mit der Erfindung der Feuerspritze, einer Kolbenpumpe, erstmals die Entlohnung von vier Feuerknechten mit 2 Gulden pro Woche dokumentiert, sowie 3 Paar Pferde als Bespannung. Dieses Jahr gilt daher als Gründungsjahr der Wiener Feuerwehr. Der Unterkämmerer und die Feuerknechte werden im selben Gebäude im ehemaligen Wasserstadl am Hof 9 untergebracht. Es entsteht die erste Feuerwache am Hof. Der Name dieses Hauses, das sich hier 1561 urkundlich nachweisen lässt, leitet sich von den hier zum Feuerlöschen gespeicherten Wasservorräten ab.
Nach 1700 entsteht hier das barocke Unterkammeramtsgebäude, das bis zum Zweiten Weltkrieg besteht. In den Jahren 1953-55 wird es neu erbaut, die historische Fassade teilweise wiederhergestellt. Noch heute befindet sich hier ein Teil der Zentrale der Wiener Berufsfeuerwehr. Kaiser Leopold I. erlässt 1688 eine neue Feuerlöschordnung. In dieser, der Leopoldinischen Feuerordnung, sind für die Löschanstalt 3 Paar Pferde zur Bespannung der Wagen, Kutscher und die 3 dazugehörigen Stallbuben vorgesehen. Auf Basis der Maria-Theresianischen Feuerpolizeiordnung von 1759 wird der Mannschaftsstand spürbar verstärkt. Und zur Bespannung der Spritzen- und Wasserwagen stehen im Unterkammeramt Tag und Nacht engagierte Pferde in Bereitschaft. Mit der Verordnung vom 7. August 1786 bewilligt der Wiener Magistrat seinen Feuerknechten eine Stadtlivree, bestehend aus einem langen Zwilchrock, einer langen Zwilchhose in Weiß, dazu ein schwarzer Filzzylinder mit Stadtwappen. Diese Uniform wird bis 1854 getragen. 1854 erfolgt der Wechsel zu einer Uniform mit militärischem Schnitt, schwarzer Hose, blaue Bluse, schwarze Lederstiefel und Helm. Eine 1818 von Kaiser Franz I. erlassene neue Feuerlöschordnung erhält neue Bau- und feuerpolizeiliche Vorschriften. Verboten wird unter anderem das Maroni-Braten auf der Straße oder das Rauchen auf Holzbrücken. 1818 gibt es in der Stadt bereits 5 große Spritzen und 12 Wasserwagen. 1850 kommt es zur Eingemeindung von 34 Vorstädten innerhalb des Linnenwalds beziehungsweise 1861 zur Teilung des 4. Bezirks in die Wien und Margareten. Mehr zum Thema Eingemeindung der 34 Vorstädte 1850 erzähle ich dir in den Videos Maria Hilf und Auf der Wien. Am 17. März 1849 erlässt Kaiser Franz Joseph I. auf Vorschlag von Innenminister Franz Graf Stadion das provisorische Gemeindegesetz. Franz Graf Stadion muss das Innenressort im Juli 1849. Ausgelöst durch den Brand im Schottenhof 1854 kommt es am 4. November 1862 unter Stadtbaudirektor Cajetan Schiefer zu einer Reorganisation der Wiener Feuerwehr. In den Bezirken 2 bis 9 werden Löschfilialen errichtet. In der Leopoldstadt in der Sperlgasse 10, in der Landstraße in der Rochusgasse 14, auf der Wieden Ecke Mittersteig-Vorusgasse ab 1864 in der Hechtengasse, in Margareten in der Wiener Straße 97 ab 1666 Wiener Straße 99, in Mariahilf Gumpendorfer Straße 106 ab 1901 Wallgasse, in Neubau in der Neubaugasse 25, in der Josefstadt in der Florianegasse 39 von 1864 bis 1912 in der Lederergasse 17, am Alsergrund in der Grünen Torgasse 7 ab 1872 in der Währinger Straße 43. Am 3. Mai 1864 wird die Verbindung der Filialen durch Morseapparate hergestellt. Ab 1865 werden in den damaligen Vororten die ersten freiwilligen Feuerwehren in Pötzleinsdorf und Simmering gegründet. 1878 wird erstmals ein Rettungsschlauch und ein Sprungtuch verwendet, der erste Dampfspritz in Dienst gestellt und die ersten elektrischen Feuermelder in den Straßen der Stadt aufgestellt. Gezogen wird mit Pferdegespannen. Der Ringtheaterbrand 1881 mit offiziell 384 Todesopfern, inoffiziell geschätzte Opferzahlen bis zu 1000,
ist Anlass zu einer durchgreifenden Reorganisation der Feuerwehr und schafft die Grundlage der heutigen Feuerwehrorganisation. Die Feuerwehr, die bis dahin dem Wiener Stadtbauamt unterstellt ist, wird nun von diesem getrennt und 1884 mit einem neuen Organisationsstatut versehen. Paragraph 1. Die Feuerwehr der Stadt Wien ist eine Berufsfeuerwehr. Dieselbe ist militärisch organisiert, kaserniert und uniformiert. Paragraph 2. An der Spitze steht der Feuerwehrkommandant, welcher der unmittelbare Vorgesetzte der Feuerwehr ist. Ihm obliegt die Leitung des gesamten Feuerlöschwesens. Durch das Aufstellen von Hydranten wird die Löschwasserversorgung verbessert. Eine weitere direkte Folge des Ringtheaterbrands ist die private Gründung der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft. Nach der Eingemeindung der Vororte 1892 bzw. Floridsdorf 1904 kommt es zu einer Zusammenarbeit der Feuerwehr mit den außerhalb des ehemaligen Nienwalds bzw. jenseits der Donau bestehenden Freiwilligen Feuerwehren. 1895 werden einige Änderungen vorgenommen. Die erste Gasspritze und der erste Kohlensäure-Löschwagen wird in Dienst gestellt. 1899 wird die erste Magirus-Drehleiter und die erste pneumatische Schiebeleiter in Dienst gestellt. Aufgrund der positiven Erfahrung mit dem 1902 in Hannover in Dienst gestellten ersten vollständigen automobilen Löschzug beschließt der Wiener Stadtrat im Jänner 1905 die Abschaffung der Pferdebespannung und Einführung von Automobilen. Die Inbetriebnahme des ersten kompletten motorisierten Löschzugs in Wien erfolgt im Sommer 1905. Das Jahr 1909 bringt eine neuerliche Reorganisation der Feuerwehr. Unter anderem werden Hauptfeuerwachen eingerichtet. Neben der Zentrale am Hof und der neu erbauten Feuerwache in Favoriten gibt es 13 weitere Filialen und 44 freiwillige Feuerwehren. 1910 werden die Filiale Neubau im 7. Bezirk, 1912 die Wache Margareten im 5. Bezirk und 1940 jene in Mariahilf, 6. Bezirk, bezogen. Die während des Ersten Weltkriegs eintretende Personalnot wird durch die Aufnahme von Mannschaften, Pferden und Wagen aus Tschernowitz ausgeglichen. Mit dem Empfang der ersten drahtlosen Depesche am 19. Juli 1924 beginnt bei der Wiener Feuerwehr das Funkzeitalter. Die Maschinisten, Heizer und Kutscherposten werden aufgelassen und die Dampfspritzen außer Dienst gestellt. Das letzte Feuerwehrpferd wird 1925 ausgemustert, der erste Pumpenwagen mit Vorbaupumpe in Dienst gestellt. 1925 und 1929 wird das gesamte Stadtgebiet mit einem Netz von Berufsfeuerwachen überzogen. Die freiwilligen Feuerwehren beenden ihre Tätigkeit. Die Gerätehäuser, die Requisitendepots der freiwilligen Feuerwehren, werden teilweise umgestaltet bzw. durch Neubauten ersetzt. 1926 folgt unter anderem der Gerätewagen, Schaumlöschwagen und Rauchfangkehrerwagen. Am 7. Juli 1926 wird das erste leichte Tauchgerät gekauft. Am 15. Juli 1927 kommt es infolge des Schattendorfer Prozesses zu einer an sich friedlichen Massendemonstration vor dem Wiener Justizpalast, bei der Brandstifter den Wiener Justizpalastbrand legen. Die Feuerwehr wird von Gewaltbereiten, die sich unter die friedlichen Demonstranten gemischt haben, an der Zufahrt zu den Löscharbeiten gehindert und während des Löschens bedroht, obwohl sich Bürgermeister Karl Seitz an Ort und Stelle auf einem Einsatzfahrzeug stehend bemüht, der Feuerwehr den Weg frei zu bekommen. In der Folge erhält die Polizei von der Bundesregierung Schießbefehl und feuert wahllos in die Menge und auf Flüchtende, was 85 zivile Todesopfer verursacht. 4 Polizisten werden von Demonstranten ermordet.
unter dem Eindruck der Ereignisse erteilt Bürgermeister Karl Seitz die Weisung zur Aufstellung der Rathauswache, einer direkt im Wiener Rathaus stationierten Feuerwache, die auch für Ordnungsdienste herangezogen werden kann. Abseits dieser dramatischen Ereignisse nimmt die Berufsfeuerwehr Versuche mit Kurzwellenfunk zwischen der Wache Otterkring und der Zentrale am Hof auf. Die Wachen Döbling, Heiligenstadt, Kaiser-Ebersdorf und Stadtlau werden von der Berufsfeuerwehr übernommen. Weitere Wachen werden von Angestellten gemeinsam mit freiwilligen Feuerwehrleuten geführt. Im Zuge des Bürgerkriegs bzw. Februaraufstandes 1934, des Versuchs einiger Sozialdemokraten, sich gegen die beginnende, den Austrofaschismus anstrebende Dollfuss-Diktatur zu wehren, wird der Feuerwehroffizier Georg Weisel als Schutzbundkommandant der Sozialdemokraten verhaftet, standgerichtlich verurteilt und am 15. Februar 1934 hingerichtet. 12 weitere Feuerwehrmänner werden ebenfalls verhaftet und verurteilt, anschließend vom Dienst suspendiert. Die anlässlich der Wiener Weltausstellung 1873 im Wiener Prater errichtete Rotunde, eine riesige Ausstellungshalle, brennt am 17. September 1937 nieder. Darüber erfährst du mehr in dem Video Die Rotunde historisches Wien. Die Rotunde besteht als eines der Wahrzeichen Wiens von 1873 bis 1937. Geplant ist sie als vorübergehendes Projekt für das Jahr 1873, bleibt aber mehr als 6 Jahrzehnte den Wienern erhalten. Im gleichen Jahr wird von der Berufsfeuerwehr als erste Feuerwehr der Welt der drahtlose Sprechfunkverkehr eingeführt.